So, liebe Freunde, heute am 1. August 2024, ja, ich komme gerade aus meiner morgendlichen Praxis raus und möchte etwas teilen mit dir, sofern du interessiert bist, an was, sage ich mal, stelle ich vor, an direkter Wesenserfahrung, an der direkten Erfahrung des zeitlosen Wesens, des Herrn, so kann ich es auch sagen, für diejenigen, die auf die christliche Terminologie bestehen. Das ist eine wundervolle Botschaft, die ich heute geben kann und geben will an all diejenigen, die über bloße Worte und Gedanken hinaus in die direkte Erfahrung desjenigen gelangen wollen, die überhaupt erst diesen ganzen Leib belebt, die überhaupt erst diese ganze Welt da draußen erfährt und vor allem über alles hinaus die Macht hat, diesen Leib, diesen stofflichen Leib, diesen mentalen Leib, diese ganze Welt zu heilen, wenn wir, also die Menschen, ihr dieser Macht das Mandat geben, den Raum geben, die Führung übertragen. So sieht das aus. Also komme ich zur Sache. Diese Praxis, die ich da vollziehe, jeden Morgen und jeden Abend, da behaupte ich, dass dir diese Praxis die direkte Erfahrung desjenigen eröffnen kann, den so viele Menschen suchen, in Büchern, in Gedanken, in der Welt, wo auch immer, in der Kirche, im Tempel, wo auch immer. Worum geht es bei dieser Praxis? Ich will es dir sagen. Der Herr, ich nenne mal dieses Wort, ja, für diejenigen, die die christliche Terminologie gewohnt sind, der Herr, wo ist der zu finden? Ich sage schon seit langer, langer Zeit immer wieder in diesen Botschaften, in diesen Videos, der Herr, der ist nicht da oben auf einer Wolke, ganz fern von dir, ganz fern von den Menschen und ist nicht so, dass er da oben sitzt und guckt mit dem Fernrohr darunter und hört mit Abhöranlagen, was die Menschen so reden. Der hat keine Technologie, um die Gedanken der Menschen zu kontrollieren. All das hat er gar nicht nötig. Dieser Herr, der von vielen eben da irgendwo im Himmel verortet wird, also nicht geortet, sondern verortet wird. Der sitzt nur deshalb da, für die allermeisten Menschen, weil sie dem Glauben erlegen sind, der ihnen beigebracht wurde, zum Beispiel von der Kirche. Was ist das für ein Glauben? Es ist der Glaube, dass der Herr da oben sitzt, ganz weit weg von den Menschen,
Und damit hat die Kirche sich eröffnet, den Mittler, den Vermittler, die Vermittlerrolle einnehmen zu können, um die Brücke zwischen den Menschen und dem Herrn, der da ganz weit weg verortet wurde, von denjenigen, die eben diese Kirchenstaat, diese Kirchenfirma gebaut haben. So, das mal für die Christen gesprochen. Jetzt sage ich, der Herr, warum hört er alles, warum sieht er alles, warum weiß er alles, was den Menschen anbelangt? Nun ist es ganz einfach, weil er, also der Herr, für die Christen gesprochen, oder das zeitlose und unzerstörbare Wesen, der Allmächtige, der Allwissende, der Allkreative, also der Schöpfende, eben nicht ganz fern von dir ist, sondern, wie ich wie gesagt schon lange behaupte, er ist in dir, gegenwärtig. Er ist die Gegenwart, die dich zum Leben erweckt. Er ist die Gegenwart, die mich zum Leben erweckt. Er ist die Gegenwart, die alles zum Leben erweckt, was der Mensch dankt oder denkt oder, anders gesprochen, worüber er sich bewusst ist. So, Menschen folgen dem, was ihnen beigebracht wurde, worauf sie programmiert wurden. Und wenn der Mensch von der Art programmiert ist und sich darüber nicht bewusst ist, dann folgt er dieser Programmierung. Programmierung heißt Steuerung der Aufmerksamkeit des Menschen in der vorgeschriebenen Weise. Das bedeutet, wenn der Mensch dazu erzogen wurde, dass der Herr die Intelligenz ganz weit weg von ihm ist, dann wird er seine Aufmerksamkeit immer ganz weit weg von sich richten. Und damit wird er aus sich selbst herausfallen. Er wird mit seiner Aufmerksamkeit verrücken von sich selbst. Und damit wird er, also der Mensch, nicht in Erfahrung bringen können, was die lebendige, allgegenwärtige Gegenwart, die in ihm selbst anwesend ist und wirken will, schaffen will, heilen will, Ordnung erschaffen will. Das wird ihm dann alles entgehen. Und deshalb ist es so, dass der Mensch, der in die Erkenntnis kommen will, in die Einigkeit mit seinem wahren Wesen oder mit dem Herrn, diese ganze Programmierung, die ihm beigebracht worden ist, ablegen muss oder, um wieder ein christliches Wort zu nutzen, vergeben muss, also hingeben muss, loslassen muss. Das wird den Menschen natürlich sein Leben kosten, sein gewohntes Leben, sein normalisiertes Leben, sein vorgeschriebenes Leben. Das heißt, der Mensch wird um seine gewohnheitsmäßige Struktur kommen, die manche das Ego nennen. Wer in den Himmel will, und das wollen viele, der muss demnach bereit sein zu sterben. Was heißt das? Er muss bereit sein,
sein Ego, sein Gewohnheitsselbst, was nichts mit seinem wahren Selbst zu tun hat, loszulassen. Das ist der Verlust der Täuschung, der Verlust des Wahnsinns, der Verlust des Gewohnten. Und es ist nun mal so, dass die Menschen lieber den Holzweg gehen, als dass sie den gewohnten Holzweg verlassen, hinter sich lassen, aufgeben, vergeben, erlösen. So ist das. Also, jetzt für diejenigen, deren Sehnsucht, machen wir eine Korrektur, deren Ehrlichkeit, deren Entschlossenheit größer ist als die Furcht, die Angst vor dem Ego-Tod, vor dem Verlust aller Gewohnheiten. Also, die direkte Erfahrung. Wie kommen wir dahin? Und jetzt geht's los. Setz dich hin, bequem und aufrecht. Gerade Wirbelsäule, aufrechte Wirbelsäule. Mit beiden Fußsohlen auf der Erde. Lege deine Handteller auf den Oberschenkeln ab. Schließe die Augen und vergib dir alles. Also das, woran du bislang glaubst, nämlich die Programmierung, die dich die ganze Zeit dazu bewegt, deine Aufmerksamkeit von dir selbst abzulenken, von dir selbst fern zu sein, vom Herrn fern zu sein. Vergib dir das alles und dann kehre ein. Und dann sei einfach gegenwärtig in deinem Leib und nimm zur Kenntnis, was dort geschieht. Das heißt, du sitzt in der Weise, wie ich es beschrieben hatte, schließt die Augen und bezeugst, was in deinem Leib geschieht. Und dann wirst du schon nach kurzer Zeit feststellen oder erkennen, dass in deinen Handtellern mächtig was los ist. Ströme fließen. Temperaturen wahrnehmbar sind. Druck. Gefühle oder Expansionsgefühle, alles Mögliche. Du wirst es selbst erkunden. Das ist die Anwesenheit des Herrn, desjenigen, der dich zum Leben erweckt, und zwar in jedem Augenblick. Der hat dir nicht das Leben irgendwann mal geschenkt und dann hattest du es. Nein, er schenkt es dir die ganze Zeit fortwährend. Und wenn er auszieht aus diesem Leib, dann ist das Leben von diesem Menschen zum Ende gekommen. Also, was du da wahrnimmst in deinen Handtellern, ist die Anwesenheit des Herrn. Oder anders gesprochen, das ist deine Lebensenergie. Doch das ist zu wenig. Ich will hier nicht von Kleinigkeiten reden. Das ist die Anwesenheit, die du direkt erfahren kannst, desjenigen, der dein wahres Wesen ist, der du in Wahrheit und in Ewigkeit bist. Du kannst ihn erfahren, direkt. Und dann wirst du, wenn deine Aufmerksamkeit weiterhin in dir gehalten werden kann, erfahren, dass dieses Leben nicht nur in den Handtellern ist. Nein, es ist in den Unterarmen, es ist in dem ganzen Leib, du wirst es dir bewusst machen, denn du erfährst das,
was du dir bewusst machst, also worauf du dich einrichtest. Und solange der Mensch eingerichtet, ausgerichtet, eingestellt ist auf alles um ihn herum, irgendwo hier, dort, überall, wird er zu keiner Erfahrung kommen können über die lebendige Gegenwart, für die Christen gesprochen, Gottes auf Erden oder des zeitlosen Wesens, des nackten Gewahrseins, des direkten Lebens. Also, komm zurück, komm zurück, komm zurück zu dir und halte deine Aufmerksamkeit in dir. Und dann wirst du mehr und mehr Leben in dir erfahren. Es wird deinen ganzen Leib erfüllen, es wird aus dir rausstrahlen. Das ist die Anwesenheit des Herrn in deinem Leben. Die ist die ganze Zeit da. Doch kaum jemand ist sich darum bewusst. Und wo du das einfach bezeugst, in vollem Umfang, diese mächtigen Energien, die dort in diesem Leib gegenwärtig sind und dem nicht im Wege stehst, nicht eingreifst, nicht irgendwelche Gedanken da reinwirfst, sondern einfach nur bezeugst, da wirst du auch Zeuge werden von einer riesigen Transformation, von einem Heilungsprozess, von einem Wiederherstellungsprozess, Ordnungsvorgang. Wer ordnet? Nicht du, sondern der Herr, der Allmächtige, wirkt in dir, bewirkt in dir Heil. Das will er die ganze Zeit tun, der liebe J. Das will er die ganze Zeit tun. Er kann es aber nur bei denjenigen tun, die sich ihm öffnen, die ihm ihre Treue schenken. Denn der Mensch hat den freien Willen. Das heißt, er kann wählen, wo er seine Aufmerksamkeit hingibt, wem er seine Treue schenkt, wem er sein Mandat gibt. Daher, die einfache Methode, setz dich hin, mach das, diese Haltung, Hände, und dann werde dir bewusst über diese mächtigen Energien, die in dir geschehen, die dich beleben, bis in die Haarspitzen, in die Augen, in die tiefsten Tiefen deines Leibes. Werde eins damit und bezeuge die Wiederherstellung der Ordnung und damit die Auflösung des Übels, der Täuschung, die Auflösung aller Programme, die dir eingeflößt wurden und die dich da niederrichten, mental, leiblich. Lass ab vom Übel und bekenne dich eindeutig zu dem, der dich belebt. Und das ist genug für heute. Mehr als genug. Es liegt jetzt bei dir, dich auf die Wahrheit einzustellen, auf die zeitlose Wahrheit. Du musst es tun. Und wenn du es nicht tust und weiterhin überlegen, überlegen, wissen, wissen, besser wissen, argumentieren, bling, blong, bling, blong, bling, blong, ewige Dialoge in dir, ewige Dialoge mit anderen, ewiges Klugscheißen, dann wird dir das Leben entgehen, das wahre Leben, das die ganze Zeit in dir gegenwärtig ist. Du musst dir die Zeit dafür nehmen, für diesen Gottesdienst, für die Christen gesprochen. Für diese Einkehr, für diese Meditation. Und wenn du dir die Zeit nicht nimmst, dich zu öffnen,
dann wirst du alles Mögliche erfahren können. Nur eben nicht das, das Heil, die Herrlichkeit, die Heilung, das Gut, das Wohl, das Reich. All das wird dir entgehen. Und stattdessen wirst du weiterhin in diesem Konstrukt leben, das du selbst erschaffst, in Befolgung der Vorschriften, die dir beigebracht wurden und täglich beigebracht werden. Also, kehrt um, nämlich eure Aufmerksamkeit, lasst vom Übel los und bekennt euch eindeutig zu dem ihr gehört, zu dem ich gehöre, weil ich nur existiere durch ihn, in ihm. Es ist alles sehr einfach. Und doch für die meisten unerreichbar, weil ihnen die Treue fehlt, weil sie von anderem Glauben überzeugt wurden und schwupp. Doch du, hier, jetzt, hast die Möglichkeit. Du kannst sie sofort nutzen. Setz dich sofort hin und fang an, dich in der rechten Weise einzustellen, einzustellen. Nicht auszustellen in der Welt, sondern stell dich ein auf die Wahrheit und bezeuge deine eigene Heilung, also Ganzwerdung. Also vom Kaputt zum Ganzwerden, heil, whole, whole. Das wünsche ich dir, das ist mein Angebot. Du kannst das teilen mit anderen, denn dieser Kanal hier ist klein. Kaum jemand interessiert sich dafür. Er wird auch verborgen. Du kannst beitragen, diese Botschaft in die Welt zu bringen. Wenn du willst, ist deine Freiheit wie alles, der freie Wille. Ich danke dir und ich danke all jenen, die etwas zu geben haben, damit diese Gabe hier genutzt werden kann, in diesem Feld, für diese Aktivität. Also wenn du das schätzt, was da von mir kommt und auch von denen, die mit mir arbeiten, dann danke ich. Und wie gesagt, ich danke denjenigen, die etwas geben. Es gibt ein paar, viele sind es nicht, doch es gibt ein paar. Es gibt die Möglichkeit zu kommen. Schaut euch gerne die Internetseite an, dergrenzenloseraum.com oder die Internetseite jivako.com. Es gibt einen Telegram-Kanal mit Wissen, solchem Wissen. Also, alles gegeben für heute. Von Herzen alles Gute. Bis bald. Tschüssikowski.